Direkt abseits der Whitechapel High Street hinter mir liegt diese Passage, die Gunthorpe Street. Und betritt man sie von der Whitechapel High Street, hört der Lärm auf und man fühlt sich zurückversetzt in eine andere Zeit. Und zwar in den Herbst 1888. Im Jahr 1888 hieß diese Passage noch George Yard. Und hier wurde am 7. August 1888 in den George Yard Buildings Martha Tabram ermordet. Martha Tabram, oder Martha Turner, wie sie zum Zeitpunkt ihres Todes bekannt war, wurde als Martha White am 10. Mai 1849 im Bezirk Southwark in Süd-London geboren. Sie war das jüngste von 5 Kindern von Charles und Elizabeth White. Und das Heim der Familie befand sich in der Marshall Street Nummer 17 in Southwark. Im Mai 1865, als Martha gerade 16 Jahre alt geworden war, verließ ihr Vater die Familie und zog in die Pitt Street in Southwark, wo er in der Nacht des 15. November desselben Jahres starb. In ihren späten Teenagerjahren lernte Martha Henry Samuel Tabram, einen Möbelpacker, kennen, der 13 Jahre älter als sie war, und zog mit ihm zusammen. Am Weihnachtstag 1869 heiratete das Paar in der Trinity Church in Newington, einem Bezirk von Southwark. Die frisch Vermählten zogen in die Hausnummer 20 der Marshall Street, nur ein paar Türen von Marthas Elternhaus entfernt. Das Paar bekam 2 Kinder. Frederick, geboren 1871, und Charles, geboren 1872. Im Laufe der Ehe hatte Martha begonnen, stark zu trinken, und ihre Trunksucht belastete die Familie so sehr, dass Henry sie 1875 verließ. Martha ließ ihn gerichtlich vorladen, und er erklärte sich bereit, ihr eine wöchentliche Unterhaltszahlung von 12 Schilling zu zahlen, was er regelmäßig tat, bis er erfuhr, dass sie als Prostituierte arbeitete. Daraufhin reduzierte er den Unterhalt auf 2 Schilling und 6 Pence oder eine halbe Krone. Dann, 1879, hörte er, dass sie mit einem anderen Mann, William Turner, zusammenlebte und er stellte das Taschengeld ganz ein. Danach sah er sie nur noch sehr gelegentlich und wenn er ihr auf der Straße begegnete, bat sie ihn stets um Geld. Das letzte Mal, dass er sie lebend sah, war etwa 18 Monate vor ihrem Tod, als er sie in der Whitechapel Road in Ost-London traf. Martha lebte mit William Turner bis 3 Wochen vor ihrem Tod im Jahre 1888 zusammen. Nachdem sie sich zusammengetan hatten, zog das Paar ins East End von London, wo sie, wie viele andere im Bezirk, ein unstetes Leben führten, im Wechsel zwischen gemieteten Zimmern und den üblichen Armenunterkünften, die es in der Gegend so zahlreich gab. Obwohl William ein Zimmermann war, fiel es ihm schwer, eine Anstellung zu bekommen. Und so verdiente sich das Paar seinen Lebensunterhalt als Hausierer und verkaufte billigen Schmuck, Anstecknadeln und Mentholtüten auf den Straßen Londons. Marthas Lieblingsplatz zum Verhökern ihrer Waren war Cheapside in der City of London. Für viele, die das Paar kannten, waren sie Mann und Frau und sie war im Bezirk allgemein als Martha Turner bekannt. Marthas Trinkerei ging ungebremst weiter und verursachte auch in ihrer Beziehung zu William Turner Probleme. Im East End gab es mehr als genug Kneipen, in denen sie ihren Durst stillen konnte. William Turner erinnerte sich später daran, dass sie, wenn er ihr Geld gab, es in der Regel für Alkohol ausgab. »Ich bin in der Regel ein Mann von nüchternen Gewohnheiten, und wir kamen gewöhnlich gut miteinander aus, solange sie nüchtern blieb. Aber als es bei ihr mit dem Trinken schlechter ging, verließ ich sie. Es gab keinen Streit, ich bin einfach gegangen.« Martha besserte daraufhin ihr Einkommen weiter mit Prostitution auf. Bei der Untersuchung ihres Todes erinnerte sich William Turner, dass sie die Angewohnheit hatte, bis spät in die Nacht auszugehen. Ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, um welche Zeit sie normalerweise nach Hause kam. Wenn ich bei ihr war, war es normalerweise 23 Uhr, außer Samstagabends, da war es normalerweise 12 Uhr. Wenn sie trank, tat sie das im Allgemeinen von ihrem eigenen Einkommen und ich kann nicht für ihr damaliges Verhalten verantwortlich gemacht werden. Im März 1888 mietete Martha ein Zimmer bei Mary Bousfield am Star Place 4 Star Street abseits der Commercial Road.
Sie zahlte eine wöchentliche Miete von 2 Schillingen und William Turner teilte das Zimmer von Zeit zu Zeit mit ihr, vermutlich dann, wenn er und Martha sich nicht getrennt hatten. Auch Mrs. Bousfield bemerkte Marthas Vorliebe für Alkohol. Bei der Untersuchung von Marthas Tod betonte sie jedoch mit Nachdruck, dass Martha nie eine problematische Trinkerin war. Ich habe mir keine Meinung dazu gebildet, ob sie unmäßige Gewohnheiten hatte. Sie hat lieber ein Glas Ale getrunken als eine Tasse Tee. Aber sie war keine Frau, die sich ständig betrinkt. Ich selbst habe sie nie betrunken gesehen. Im Juli 1888 war Martha mit ihrer Miete im Rückstand. Und 3 Wochen vor ihrem Tod zog sie plötzlich und ohne Vorankündigung aus, ohne die Rückstände zu bezahlen, die sie Mary Bousfield schuldete. William Turner zog in eine Arbeiterunterkunft in der Commercial Street, während Martha in ein gewöhnliches Lodging House in der George Street Nummer 19 in Spitalfields zog. William sah Martha zuletzt lebend am Nachmittag des Samstag, 4. August, als er sie bei der alten Wasserpumpe traf, die immer noch an der Kreuzung der Leadenhall Street und der Aldgate High Street steht. Sie sagte ihm, dass sie kein Geld habe, also gab er ihr 1 Schilling und 6 Pence, damit sie ein paar Vorräte kaufen konnte. Später schätzte er, dass ihre Begegnung etwa 20 Minuten dauerte. Nachdem er ihr das Geld gegeben hatte, trennten sie sich und er sah sie nie wieder lebend. Der Sommer 1888 war kalt und nass und die Zeitungen beklagten ständig die Menge der Niederschläge und den Mangel an Sonnenschein. Es gab Zeiten, in denen die Straßen Londons zu wahrhaftigen Sümpfen geworden waren und nur wenige Menschen konnten sich an einen schlimmeren Sommer erinnern. Der Bank-Holiday-Montag, der 6. August, sah kein Nachlassen der miserablen Bedingungen und der Regen hielt bis zum Abend an. Der dunkle Himmel und die vorherrschende Kälte machten die üblichen Feiertagsaktivitäten im Freien, gelinde gesagt, unattraktiv. Es ist nicht bekannt, wie Martha Tabram den letzten Tag ihres Lebens verbrachte. Was bekannt ist, ist, dass sie irgendwann am Montagabend mit einer anderen Prostituierten namens Mary Ann Connolly, im Bezirk besser bekannt als Pearly Poll, etwas trinken ging. Obwohl Connolly darauf bestand, dass die beiden Freundinnen waren, scheint keiner von Marthas engen Bekannten etwas über sie gewusst zu haben. Pearly Poll Connolly erklärte auch, dass sie das Opfer als Emma kannte und nicht als Martha. Connolly machte später widersprüchliche Angaben über ihre Bewegungen in dieser Nacht und es ist daher schwierig, einen genauen Zeitplan zu erstellen. Sie sagte der Polizei, dass sie sich um 23 Uhr in einer Kneipe getroffen und dass sie in dieser Kneipe zusammen bis 23:45 getrunken hatten. Bei der Untersuchung von Marthas Tod sagte sie jedoch, dass sie sich um 22 Uhr getroffen und dann in mehreren Kneipen in der Umgebung getrunken hatten. Natürlich ist es mehr als möglich, dass Connollys Erinnerung an den Abend durch die konsumierte Alkoholmenge getrübt war und die Erinnerung an die genaue Abfolge der Ereignisse in der alkoholgeschwängerten Nacht sich für sie als schwierig erwiesen haben. Um 23 Uhr wurde Martha beim Betreten des White Swan Pub in der Whitechapel High Street von ihrer Schwägerin Ann Morris gesehen. Laut Ann Morris' Aussage bei der Untersuchung war Martha allein. Und es ist daher möglich, dass Martha sich mit Mary Ann Connolly im White Swan Pub um 23 Uhr traf. Nach Connollys Aussage trafen sie 2 Soldaten und waren mehr als glücklich, den Männern zu erlauben, ihre Getränke für sie zu bezahlen. Die Pärchen trennten sich, vermutlich um Sex zu haben, und Pearly Poll ging mit ihrem Soldaten eine Gasse weiter in die Angel Alley und Martha Tabram nahm ihren Soldaten mit hierhin in den George Yard, in die heutige Gunthorpe Street. Dies war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde. Als sie eintrat, muss sie an dem Pub auf der linken Seite vorbeigegangen sein, dem White Hart aus dem 18. Jahrhundert. Ein kleines Stück hinter dem White Hart auf der linken Seite steht noch ein robustes Gebäude, das jetzt in Wohnungen aufgeteilt wurde. Sein Baujahr 1886 prangt über dem oberen Stockwerk. 1888 war dies Sir George's Heim für anständige Mädchen, Teil der georgischen Mission, die hier 1856 von dem örtlichen Lebensmittelhändler und Evangelisten Sir George Holland gegründet worden war. Martha wird an diesem Gebäude vorbeigekommen sein, als sie in den frühen Morgenstunden dieses Tages den George Yard entlang ging, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein, in der sie sich nun befand.
Laut dem East London Advertiser war George Yard eine der gefährlichsten Straßen des Viertels. Aber für eine erfahrene Straßenstreicherin wie Martha Tabram bot sie ein angemessenes Maß an Privatsphäre. Am oberen Ende des George Yard, auf der linken Seite, stand ein Wohnblock bekannt als George Yard Buildings. Die Wohnungen hier wurden von Mietern bewohnt, die der East London Advertiser wenig schmeichelhaft als Leute der ärmsten Sorte bezeichnete. Nachdem die Lichter im Treppenhaus des Gebäudes um 23 Uhr gelöscht waren, wurden die Treppenabsätze in eine undurchdringliche Dunkelheit getaucht, die sie ideal für die Nutzung durch Prostituierte und deren Kunden machten. Martha hatte sicherlich von diesem versteckten Ort gewusst und machte sich wahrscheinlich mit dem Soldaten auf den Weg zu einem der dunklen und abgelegenen Treppenabsätze. Natürlich ist es jetzt unmöglich festzustellen, ob dieser Soldat ihr Mörder war oder ob ein späterer Kunde die grausame Tat ausführte. In den frühen Morgenstunden des 7. August war rund um George Yard eine Menge los. Um 1.40 Uhr morgens kamen Elizabeth und Joseph Mahoney, Bewohner der George Yard Buildings, nach Hause, nachdem sie den Feiertag mit Freunden verbracht hatten. Elizabeth ging fast sofort wieder los, um Abendessen in einem Laden in der nahegelegenen Thrall Street zu holen. Als sie 5 Minuten später wieder zurückkehrte, kam sie auch an die Stelle, an der Marthas Leiche ein paar Stunden später gefunden wurde. Sie sah nichts, obwohl sie einräumte, dass die Leiche dort in der Dunkelheit gelegen haben könnte und sie einfach nicht bemerkt hatte. Gegen 2 Uhr morgens patrouillierte der Polizeibeamte Thomas Barrett auf seiner Route entlang der Wentworth Street. Am Eingang zum George Yard bemerkte er einen Soldaten, der dort herumlungerte. Er sagte dem Mann, dass es Zeit sei, in seine Kaserne zu gehen, worauf der Soldat erwiderte, er warte auf einen Kameraden, der mit einer Frau in ein Gebäude gegangen war. Barrett schien dies ohne Frage akzeptiert zu haben und setzte seinen Weg fort. Um 3.30 Uhr kehrte der 21-jährige Kutscher Alfred George Crow in sein Heim in die George Yard Buildings zurück. Als er die Treppe hinaufging, bemerkte er jemanden auf dem Treppenabsatz im ersten Stock liegen. Aber da er oft Leute schlafend dort vorfand, schenkte er der dort liegenden Person so wenig Aufmerksamkeit, dass er nicht sagen konnte, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, geschweige denn, ob die Person lebendig oder tot war. Um 4.45 Uhr verließ John Saunders Reeves, ein Gelegenheitsarbeiter an den Docks, sein Zimmer im obersten Stockwerk der George Yard Buildings und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Als er die Treppe in den ersten Stock hinabstieg, fand er die Leiche einer Frau auf dem Rücken liegend in einer Blutlache. Sofort rief er die Polizei und fand den Polizeibeamten Thomas Barrett in der Nähe des George Yard. Er brachte den Polizisten zurück zum Tatort und Barrett schickte Reeves los, um den nächstgelegenen Arzt zu holen, Dr. Timothy Killeen aus der Brick Lane. Als Killeen am Tatort eintraf, untersuchte er die Frau und erklärte sie für tot. Er gab dann an, dass sie brutal ermordet worden war. Er nutzte die Gelegenheit, die Frau zu untersuchen und stellte 39 Stichwunden fest, von der Kehle bis zum Unterleib. Außerdem war er der Meinung, dass 2 Arten von Klingen verwendet worden waren. Die Mehrheit der Angriffe waren mit einer kurzen Klinge, wie einem Taschenmesser oder einem Federmesser begangen worden, während der Todesstoß durch das Brustbein mit einer langen, starken Klinge, wie einem Dolch oder einem Schwertbajonett, zugefügt worden war. Er erklärte auch, dass es keine Anzeichen gab, dass kürzlich Geschlechtsverkehr stattgefunden hatte, was eine Vergewaltigung als Motiv ausschließt. Nachdem der Arzt seine grausame Arbeit beendet hatte, wurde die Leiche in einen Polizeikrankenwagen gelegt, der in Wirklichkeit kaum mehr als ein hölzerner Handkarren war, und wurde durch die Straßen in die Leichenhalle des nahegelegenen Whitechapel Workhouse gebracht. Die erste Aufgabe für die Polizei war, die Identität des Opfers herauszufinden, und sie stellte bald fest, dass sie keinem der Bewohner der George Yard Buildings bekannt war. Also veröffentlichte sie eine Beschreibung von ihr und gab diese an die Zeitungen weiter. Sie fotografierte auch die Leiche in der Leichenhalle und dieses Foto wurde dann vervielfältigt und an die mit dem Fall befassten Beamten ausgehändigt, die es dann im Bezirk zeigten in der Hoffnung, dass jemand das George Yard Opfer identifizieren würde. Die Polizei versuchte, die Identität des Soldaten, dem Police Constable Barrett an der Wentworth Street am Eingang zum George Yard begegnet war, zu ermitteln.
Am Morgen des Mordes wurde er zu diesem Zweck zweimal in den Tower of London gebracht, und die Soldaten dort wurden ihm vorgeführt, in der Hoffnung, er könne den Mann identifizieren, den er gesehen hatte. Er war jedoch nicht in der Lage, ihn zu identifizieren. Inzwischen hatten sich drei Personen gemeldet, um das Opfer zu identifizieren, nachdem die Polizei ihnen das Foto der Frau gezeigt hatte. Leider gaben sie alle einen anderen Namen. Einer sagte, sie sei eine Mrs. Withers, eine sagte, sie sei eine Mary Bryan und eine sagte, sie sei Martha Turner. Die Verwirrung über ihre Identität war immer noch groß, als die Untersuchung zu ihrem Tod im Working Lads Institute in der Whitechapel Road am Donnerstag, den 9. August 1888, begann. Obwohl man glaubte, dass es sich bei dem Opfer um Martha Turner handelte, gab es keine tatsächliche Gewissheit. Da es natürlich Zweifel an der Identität des Opfers gab, hatte es wenig Sinn, die Untersuchung ihres Todes fortzusetzen, bis zweifelsfrei geklärt werden konnte, wessen Tod man dort eigentlich untersuchte. Nach den Zeugenaussagen von Elizabeth Mahoney, Alfred George Crow, John Saunders Reeves und Dr. Killeen in einer vom East London Observer als ungewöhnlich lebhaft bezeichneten Untersuchung kam der stellvertretende Gerichtsmediziner George Collier zu dem Schluss, dass es sich um einen der schrecklichsten Fälle, die man sich vorstellen kann, handelte. Der Mann muss ein vollkommen Wahnsinniger gewesen sein, um die Frau auf diese Weise angegriffen zu haben. Er vertagte die Untersuchung für 14 Tage, um eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen und der Polizei Zeit zu geben, den Täter zu ermitteln. Am 9. August betrat Marianne Connolly die Polizeiwache in der Commercial Street und erzählte der Polizei von ihrem und Marthas Trinkgelage mit den Soldaten am Feiertag. Die Polizei nahm sie als Zeugin sehr ernst und es wurden zwei Identitätsfeststellungen abgehalten, eine im Tower of London und eine in der Wellington-Kaserne in Pimlico, wo die Truppen vor ihr paradiert wurden. Obwohl sie die beiden Männer, die mit ihr und Martha getrunken hatten, erkannte, konnten beide eiserne Alibis für die Nacht der Feiertage vorlegen und wurden schnell aus den Ermittlungen ausgeschlossen. Danach begegnete die Polizei weiteren Aussagen von Purley Poll mit Zweifeln. Am Tag der Untersuchung ging William Turner in der Leather Lane hausieren, als einige seiner Freunde ihn über die Vorgänge in Whitechapel informierten. Er kontaktierte die Polizei und konnte, als er in die Leichenhalle gebracht wurde, die Verstorbene als die Frau, mit der er seit 9 Jahren zusammen war, identifizieren. Es scheint, dass William Turner den Behörden mitteilte, dass Martha tatsächlich noch mit Henry Tabram verheiratet war, und so begannen die Zeitungen, ihren richtigen Namen als Martha Tabram zu veröffentlichen. Henry Tabram erfuhr von Marthas Tod am Montag, den 13. August, als er den Namen des Opfers aus dem George Yard in den Zeitungen las. Er kontaktierte am nächsten Tag die Polizei und als er in die Leichenhalle gebracht wurde, identifizierte er das Opfer als seine entfremdete Frau Martha Tabram. Die positive Identifizierung bedeutete, dass der stellvertretende Gerichtsmediziner George Collier nun die Verhandlung wieder aufnehmen konnte, was er auch am Nachmittag des Donnerstag, den 23. August 1888, wieder im Working Lads Institute in der Whitechapel Road tat. Nach Anhörung mehrerer Zeugen fasste der stellvertretende Gerichtsmediziner das Ergebnis zusammen, indem er den Geschworenen mitteilte, dass es ihm leid tue, dass die Bemühungen der Polizei, den Mörder zu finden, bisher erfolglos geblieben waren, und fuhr fort, dass es sich um ein äußerst schreckliches Verbrechen handelte und konnte nur zu dem Schluss kommen, dass die Frau brutal von einer oder mehreren unbekannten Personen ermordet worden war. Wie er in seinem Fazit sagte, würde die Polizei alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Mörder zu finden. Die Geschworenen sprachen sich für vorsätzlichen Mord durch eine Person oder Personen aus und fügten auch die Empfehlung hinzu, dass die Treppen der George Yard Buildings und anderer ähnlicher Wohnhäuser in der Nachbarschaft nach 11 Uhr nachts beleuchtet werden sollten. Die Grausamkeit der Tötung in Verbindung mit der Tatsache, dass sie ausgeführt wurde, ohne dass irgendjemand ein Geräusch gehört hatte, war das Thema in der Gegend und sorgte für erhebliche Verwirrung und Beunruhigung. In den folgenden Tagen und Wochen kommentierte der East London Advertiser: Die Umstände dieser schrecklichen Tragödie sind nicht nur von tiefsten Rätseln umgeben, sondern es herrscht auch ein Gefühl der Unsicherheit, sich vorzustellen, dass in einer großen Stadt wie London, deren Straßen ständig von der Polizei kontrolliert werden, eine Frau auf grausame Art und Weise fast neben den Bürgern, die friedlich in ihren Betten schlafen, getötet wird, ohne dass eine Spur oder ein Hinweis hinterlassen wird.
Über den Schurken, der die Tat begangen hat, gibt es offenbar nicht die geringste Spur. Und kein einziger Anhaltspunkt wurde bisher gefunden. Der Mord an Martha Tabram wurde nicht Jack the Ripper zugeordnet. Es sollte beachtet werden, dass die Mehrheit der Polizeibeamten zu dieser Zeit geglaubt zu haben scheint, dass es sich bei ihr um ein Ripper-Opfer handelte. Inspektor Walter Dew, der 1887 zur H-Division der Metropolitan Police versetzt worden war und somit einer der Detektive, die den Fall bearbeiteten, erklärte später in seiner Autobiografie: Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Bank Holiday Mord im August, der in den George Yard Buildings stattfand, das Werk des gefürchteten Rippers war. Die einzige Wahrheit, die wir nach mehr als 100 Jahren und dem Verschwinden von so vielen Beweisen mit Sicherheit über die Jack the Ripper-Morde sagen können, ist, dass nichts auf den ersten Blick sicher ist. Die Verletzungen von Martha Tabram stimmen nicht mit den Verstümmelungen überein, die die späteren Opfer erlitten haben, die heute allgemein als die fünf kanonischen Opfer von Jack the Ripper bezeichnet werden. Doch bezeichnenderweise hatte Marthas Mörder gezielt Kehle und Unterleib attackiert, genau wie es Jack the Ripper bei seinen Opfern tat. Es ist daher möglich, dass Martha Tabram in den frühen Stunden des 7. August 1888 im dunklen ersten Stock des George Yard Buildings das erste Opfer war, das durch die Hand von Jack the Ripper umgekommen ist. Ihre Ermordung machte der Polizei, der Presse und der Öffentlichkeit im Allgemeinen auch deutlich, dass in Whitechapel etwas Ungewöhnliches geschah und eine Welle des Unbehagens begann sich im Bezirk breit zu machen. Allerdings wurde kurze Zeit später, am 31. August 1888, einige Straßen weiter östlich, Mary Ann Polly Nichols ermordet aufgefunden. Und sie gilt gemeinhin als das erste kanonische Opfer von Jack the Ripper. Und somit war der Mord an Martha Tabram der Beginn des Herbstes Schreckens 1888 hier in Whitechapel.